Hallo, ich bin der Martin Pusic und ich freue mich, dass ihr Arena TV schaut. So schaut er also aus, die neue Verpflichtung des Cashpoint SC Rheinland-Pfalz Martin Pusic. Herzlich willkommen hier zum Cashpoint SC Rheinland-Pfalz Arena TV. Außerdem in dieser Sendung, Adi Hütter blickt auf die heutige Partie gegen die Admira voraus und wir stellen einen weiteren Partner des Vereins vor. Zunächst aber das Interview mit dem Neuzugang des Cashpoint SC Rheinland-Pfalz Martin Pusic. Herzlich willkommen hier in Altach. Der erste Eindruck der Mannschaft, du hast schon mittrainiert im August. Ja, ich habe am Anfang August war ich hier. Ja, die Mannschaft, man sieht beim Training, dass sie einfach in die Bundesliga will und deswegen habe ich den Weg nach Altach gefunden. Jetzt hat es geklappt, froh darüber? Ja, natürlich, dass ich wieder auch spielen kann und dass ich meine Leistungen zeigen kann. Was ist so deine Lieblingsposition, wo möchtest du gerne spielen? Ja, bei der Admira habe ich mehr links im Mittelfeld gespielt, aber ich finde mich als Stürmer, bin ich der Mannschaft viel hilfreicher als im Mittelfeld. Ja, ich werde dort spielen, wo mich der Trainer einsetzt, werde alles geben für den Verein, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Was sind so deine Erwartungen? Wieso hast du dich für Altach entschieden? Gab es auch andere Varianten, die möglich gewesen wären? Ja, ich wollte ins Ausland wechseln, das hat sich aber zerschlagen und ich habe gesehen, dass Altach, es gab auch in der ersten Liga zwei, drei Angebote, aber die waren nicht so interessant für mich und deswegen habe ich mich dann für Altach entschieden, weil die, glaube ich, das Potenzial haben, um aufzusteigen und das ist sehr interessant für einen Spieler. Jetzt geht es für dich von ganz im Osten Österreichs ganz in den Westen. Was sind so die Unterschiede auch in der Mentalität? Hast du schon was miterlebt? Ja, das ist nicht so leicht, aber man muss auch was Neues versuchen und ja, das werde ich schon schaffen. Und mit dem Altacher Dialekt gibt es keine Probleme? Ein bisschen schon. Muss ich ein bisschen schauen, wie ich das hinkriege. Heute Abend ist unsere Neuverpflichtung noch nicht spielberechtigt. Ab der kommenden Woche ist Pusic dann aber für Einsätze im Dress des Cashpoint Altach parat. Zum heutigen Spiel, da blickt Adi Hütter voraus. Wir haben ein Interview mit ihm geführt. Ja, die Hütter, lange dauert es nicht mehr, dann gastiert die Admira zu Hause in der Cashpoint Arena. Es wird ein ganz spannendes Spiel, glaube ich. Auf alle Fälle, weil die Ausgangssituation folgende ist, dass wir 6 Punkte hinter der Admira sind. Schade ist natürlich, dass wir das Spiel in der Südstadt nach Führung hergegeben haben. Und am Freitag müssen wir alles daran setzen, dass wir die Admira zu Hause schlagen. Vor allem auch die Bilanz der Admira ist etwas ganz Besonderes, und die wollen wir knacken, das ist ganz klar. Und wir müssen auch zu Hause mit aller Macht versuchen, ein gutes Spiel zu machen und 3 Punkte im Ländle zu lassen. Zwei ganz wichtige Spieler fallen dir aus, sind gesperrt, Tommy und Philipp Netzer, werden adäquat ersetzt. Ja, für das hat man ja auch einen größeren Kader, wobei man Spieler dann immer wieder ersetzen muss. Und wir werden auch versuchen, diese 2 Spieler bestmöglich zu ersetzen. Da habe ich jetzt keine Bedenken, weil wir einfach eine Mannschaft sind, wo im Endeffekt jeder weiß, was er zu tun hat. Und jetzt können 2 andere Spieler zeigen, was sie können. Und auf diese Spieler, die beiden Spieler ersetzen, ich freue mich, dass sie sich dem Publikum auch zeigen können und dass sie auch wirklich zeigen können, dass sie wertvolle Spieler für Altach sind. Eben gerade präsentiert Martin Pusic, ein Neuzugang. Wie würdest du ihn charakterisieren? Ja, das ist ein Spieler, den ich persönlich schon länger kenne, wo er noch in Schwadorf gespielt hat, wo ich Trainer bei den Red Bull Juniors war oder Co-Trainer war und dann Trainer, wo er bei der Admira war. Ich kenne ihn schon länger, ist ein Spieler, der sehr gute Referenzen hat, ist ein Spieler, der hungrig ist, der etwas erreichen möchte. Und wir haben ihn am Ende August eingeladen zu einem Probetraining, beziehungsweise einfach eingeladen, dass er die Mannschaft, den Trainer, den Verein kennenlernt und es hat ihm hier sehr, sehr gut gefallen. Und ich war jetzt auch nicht mehr wirklich überzeugt, dass er zu uns kommt, aber es ist Gott sei Dank intern noch möglich gewesen, dass wir diesen Spieler bis Winter mal zu uns holen können. Und Martin hat jetzt auch 3 Monate Zeit, sich hier zu beweisen und dann werden wir weitersehen.
Spenglerei Mattis, Ihr kompetenter Partner rund ums Dach. 3 Punkte sind also Pflicht im heutigen Schlagerspiel der 1. Liga zwischen dem Cashpoint SC Rhein-der-Pfalltag und der Admira. Ankick ist um 20.30 Uhr. Mit dabei ist auch Alexander Holzschuster. Er ist mit seiner Firma Allsys neuer Partner des Cashpoint SC Rhein-der-Pfalltag und wir stellen ihn kurz vor. Ja, Arena TV heute zu Gast in Hohenems bei der Firma Allsys, ein ganz neuer Partner des Cashpoint Alltag. Was gibt es hier ganz genau? Was macht ihr? Grundsätzlich gibt es bei uns alles. Wir sind tätig im gesamten IT-Bereich. Also IT für manche Menschen nicht ganz so geläufig. Grundsätzlich EDV. Wir machen alles von eigenen Systemen im Serverbereich, im NAS-Bereich, im Workstations-Bereich, im ganz normalen Computerbereich. Wir machen auch eigene Notebooks. Wir handeln allerdings auch mit sämtlichen Top-Marken. Was wir nicht führen, ist Billig-Schrott-Marken. Die führen wir nicht. Die sollen die anderen verkaufen. Bei Allsys gibt es also quasi alles im Bereich Computer. Als Einstiegsgeschenk habt ihr was ganz Besonderes für die Fans in der Cashpoint Arena? Ja, wir haben uns bereit erklärt, die neue Stadionuhr zu finanzieren und wir hoffen, dass die Fans im Alltag auch die Freude damit haben. Die Stadionuhr, die Zeit rennt auch im Geschäftsleben. Kann jeder zu euch kommen, ob Firmen oder Privatkunde? Selbstverständlich, jeder ist herzlich willkommen, ob der kleine Nachbar von nebenan oder der Großkunde. KMU sind natürlich auch herzlich willkommen bei uns. Was uns auch auszeichnet, ist die eigene Reparaturwerkstatt. Wir reparieren alle Marken, alle PCs und auch Notebooks. Gibt es so ganz spezielle Angebote zum Beispiel auch bei euch oder kann jeder kommen und sich beraten lassen? Gibt es für jeden das maßgeschneiderte Angebot? Ganz genau, wir bieten sowohl als auch. Wir haben maßgeschneiderte Angebote für alle, aber wir bieten auch immer wieder Top-Angebote. Alle paar Wochen ändern sich die Angebote und die sind dann auch ersichtlich auf unserer Homepage bzw. im Beratungsgespräch. Alltag, Partner von Allsys, ich glaube auch die Bekannten, die Fans des SC Alltag sind hier ganz gut beraten. Ja, wir haben uns schon einige sehr gute Sachen überlegt. Die Stadionuhr ist natürlich in erster Linie das, was den Fans jetzt als erstes auffallen wird. Die war natürlich sehr gewünscht, weil von der Südtribüne natürlich keine Sicht auf die Uhr möglich war. Aber natürlich bietet Allsys für die Fans auch über das Jahr hinweg sehr gute Aktionen. Die werden wir dann immer wieder auf unserer Homepage und in diversen Videos natürlich auch präsentieren. Was hinzukommen wird, das ist dann auch eine Stadionkamera, also das war auch eine Idee vom Geschäftsführer, vom Alexander Holzschuster selber, dass wir eine Kamera im Stadion installieren, dass der Fan praktisch das Spiel von zu Hause aus, von seinem Computer aus anschauen kann. Fans haben bereits heute Abend die Möglichkeit, sich einen Gutschein von der Firma Allsys zu sichern, im Wert von 50 Euro einlösbar, bei einem Kauf von 499 Euro bei Allsys. Das war's von Arena TV für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinschauen. Und jetzt heißt es Daumen drücken für unsere Mannschaft ab 20.30 Uhr im Schlagerspiel gegen die Admira.